Hallo und willkommen zu Gold Express. Mein Name ist Felix und ich spiele Extractor. Und mein Charakter kann so eine Portalstation aufstellen. Ich kann hier eine platzieren und irgendwo anders auf der Map eine platzieren. Und mich dann von Portalplattform zu von Portalplattform zu Portalplattform, ist schon fast ein Zungenbrecher, herumteleportieren. Um sozusagen dann hier schnell wegzukommen. So, ich nutze mal, zack, ein bisschen Energie. Und versuche das Ding dann direkt hier zu reparieren. Da steht die eine Portalplattform. Ich renne jetzt nicht rum, um eine zweite zu setzen. Ich will erstmal direkt die beiden Würfel, die ich jetzt gesammelt habe, hochladen. Das wäre ziemlich gut, wenn wir direkt zwei Würfel hätten. Ich weiß nicht so genau, was das Team macht. Dort hinten arbeitet auch jemand an so einem Würfel-Hochlad-Stationsgerät. Keine Ahnung. Okay, und der dort unten setzt, glaube ich, gerade ein paar Barrikaden, ein paar Blockaden auf. Was macht der dort? Keine Ahnung. Jedenfalls versuche ich jetzt, das hier so schnell wie möglich hochzuladen. Keine Ahnung, wo der Watcher ist, also der Killer. Keine Ahnung. Aber wenn er mich hier hinten in Ruhe lässt, habe ich zwei Würfel direkt hochgeladen. Perfekt. So, der dort hinten hockt sich hin. Okay, ja, der wurde geschlagen. Der hat gerade eben den Würfel verloren. Der erste Würfel ist auch jetzt manchmal kann ich nicht reden. Der erste Würfel ist jetzt auch schon hochgeladen. Da rennt dort unten seine Kreise. Der hat ja vorhin alles entsperrt, ne? Jetzt kann er da durchrennen. Stimmt. Unten links seht ihr das Charakterporträt, ne? Von den Charakteren. Er spielt einen Charakter, der sich selber heilen kann. Das ist ziemlich nützlich. Wahrscheinlich hat er sich ganz schnell wieder hochgeheilt, um dann wieder weiter wegzulaufen. Besser wegzulaufen, meine ich. So, ich aktiviere hier jetzt auch den zweiten Würfel. Ganz entspannt. Und dann muss ich mir neue Würfel suchen. Ich werde dann wahrscheinlich auch den zweiten Teleporter aufstellen. Ich glaube, hier hinten, ohne, ne, die Plattform ist hier dann, also dieses Ding dann, da kann man nichts mehr hochladen. Das ist relativ weit außerhalb von allem. Ich denke, das ist ein ganz guter Ort, wo die eine Plattform stehen kann. So, die Map hat hier zwei Etagen. Das ist hier die eine obere Etage. Dann geht es hier die Rolltreppen runter. Ah, die hat hier nach einem Virus gescannt. Aber da war keiner drauf. Darum ist die Maschine jetzt blockiert. Der ist in seiner Geisterform. Kommst du her? Ich habe den Watcher gehört. Jetzt ist er aufgedeckt. Ich hau hier ab. Ich habe keine Energie mehr. Mist, ansonsten hätte ich jetzt nochmal so einen Teleporter aufgestellt. Ich setze mal hier hinten. Ah, ich brauche mehr. Ich brauche wahrscheinlich zwei Ladungen. Unten seht ihr die Ladung, ne? Da ist gerade eine, aber die zweite lädt sich gerade auf. So, was macht das hier? Reveal the Watcher's Location for 4 seconds after finishing Data Cube Uploading. Okay, immer wenn ich einen Würfel hochgeladen habe, sehe ich die Aura des Watchers, des Killers. Das kann relativ nützlich sein, aber irgendwie wirkt das eher so ein bisschen Nischen-Perk-mäßig. So, ich setze hier mal den zweiten Teleporter. So, da ist auf beiden Seiten der Map sozusagen einer. Okay, was macht der? Ach, die setzt dort hinten so eine Plattform und lässt sich jetzt erst heilen. Ich setze hier auch noch mal so eine Blockade. Wir haben schon vier Würfel hochgeladen. Zwei davon habe ich hochgeladen. Ich suche hier erstmal nach einem Virus. Da war kein Virus drauf. Die hat sich nicht voll heilen lassen, aber gut. Jetzt ist sie wieder am Leben. So, ich denke, ich gehe jetzt hier erstmal rein und mache hier mal so ein paar Blockaden weg. Für den Fall der Fälle, ne? Weil ich meine, ich kann im Moment nicht an die Maschine dort gehen, nicht den Würfel runterladen. Darum sorge ich hier jetzt so ein bisschen für Platz und dass wir besser durchkommen. So, wir hören lautes Atmen. Das heißt, der Killer, dort hinten ist der. Ist in der Nähe. Er hat erstmal den Würfel aufgesammelt. Aber ich denke, er... Oh shit, hat er mich gesehen? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob er wieder ein Virus installiert hat. Wie ist der? Ach, dort oben. Okay, na dann kann ich ja easy hingehen. Um wieder einen Würfel runterzuladen. Ah, da war noch einer drin. Okay, einen Würfel habe ich.
Ich muss jetzt einen zweiten, also eine Station finden, um das hochzuladen. Hier blockiere ich mal das Ding. Okay, Mist, hier wurden auch schon Würfel hochgeladen. Dann gehe ich mal nach unten. Hier ist die zweite Plattform. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und zack, jetzt bin ich hier hinten. Was macht der dort? Ach, der setzt auch gerade eine Blockade auf. Also eine Barrikade. Hier oben ist auch noch ein Würfel. Okay, die fertig erstmal. Ich denke, hier wurde ein Virus hochgeladen. Okay, der Killer kommt. Also hier durch. Soll ich direkt zu meiner Teleportationsstation gehen? Ich weiß es nicht. Nee, der rennt wieder hier oben irgendwo lang. Ich werde erstmal nach einem Virus scannen. Wobei, ich warte erstmal, er wird wahrscheinlich wieder hochkommen und gucken. Wo ist der? Ach, der ist unten, okay. So, ich nutze direkt meine Kraftzellen. Und du bist geheilt, zack. Aber er hat uns jetzt... Oh shit, da kommt er. Hier durch. Shit, ich komme nicht mal zu meinem Teleporter. Ich kann nur durchkriechen. Weil ich keine Energie mehr habe. Dort hinten läuft er. Habe ich genug Vorsprung, um zu dem Teleporter dort hinter zu kommen? Ich hoffe mal. Jagt er mich überhaupt noch? Keine Ahnung, ich will es nicht herausfinden. Ich gehe mal wieder nach hier hinten. Und dann wieder nach das Ganze oben. So, zack. Jetzt bin ich wieder auf der komplett anderen Seite. Der jagt dort hinten unsere Mitspieler wieder weg. Der hat jetzt hier alles zugemacht. Alle anderen Durchgänge. Den hier mache ich aber mal wieder auf. Der ist ein Geist davon, möchte wahrscheinlich geheilt werden. Na komm durch. Ja, ich habe keine Lust. Ich höre. Shit. Oh, und der hat mich noch geschlagen. Frechheit. Ich gehe direkt zu meinem Teleporter. Na los, 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 los. Shit. Und der hat, indem er da reingelaufen ist, hat er den auf der Seite zumindest weggemacht. Das heißt, ich müsste jetzt wieder einen neuen setzen. Dadurch kann der Killer sozusagen dafür sorgen, dass man da, sag schon, nicht, ja, die ganze Zeit nur an diesen Dingern bleibt. Und er kann das im Grunde auch kontern, indem er halt da durchläuft. So, wo sind unsere Teammates? Hier unten ist jemand. Kannst du mich heilen? Oben wird jemand gejagt, die schleicht irgendwie nur durch die Gegend. Wir müssen hier wirklich langsam Fortschritt machen, ne? Im Moment hat keiner einen Würfel irgendwie. So, danke. Und ich heile dich auch hoch, zack. Ich bin aufgedeckt, aber jetzt nicht mehr. Ich glaube, er ist oben. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo noch ein Würfel ist. Doch, dort hinten, oder? Nein, das war nur irgendwas anderes Orangenes. Da ist noch einer. Oh je. Er geht aber auf ihn. Hier hinten rum. Hier hinter war noch so eine Würfelstation. Ich suche erstmal nach einem Virus. Ja, da war ein Virus drauf. Ich habe zwei Würfel mir geschnappt. Was macht der dort hinten? Oder die? Ich verstecke mich mal. Ich habe auch so eine helle Weste an. Der hat mich gesehen. Die Hoffnung war da, ne? Er läuft mir weiter hinterher. Ärgerlich. Der hat hier in der Mitte alles zugemacht. Er hat halt nicht genug Energie, um jetzt so schnell das Ding wieder aufzustellen. Er lässt mich kurz liegen. Nee, jetzt macht er mich nieder. So, wie sieht's aus?
Was machen eigentlich alle gerade? Womit, ich krieg's ja selbst nicht hin. Aber niemand hat einen Würfel, ne? Die halten mich jetzt wieder hoch. Ich glaube noch einmal, wird kritisch, ne? Ich glaube, wenn du mich nochmal schnappt, bin ich tot sogar. Hier läuft hier in der Nähe irgendwie rum. Danke. Ich gehe wieder nach unten. Hier unten war ja so eine orangene Station. Hier nicht, auf der anderen Seite wahrscheinlich. Ich renne hier einfach weg. Ich habe keine Lust, dass er mich da wieder irgendwie schnappt. Drei Würfel müssen wir noch hochladen. Wir waren so gut am Anfang, ne? Ist da ein Würfel? Nein. Wo ist meine andere? Die ist dort hinten. Ich glaube, ich setze hier nochmal so einen Teleporter. Da kommt man zumindest ziemlich weit weg. Ich suche hier einfach mal nach einem Virus. Ja, da war ein Virus drauf. Und jetzt teleportiere ich mich weg. Weil er dort schon wieder hochkommt und ich habe keine Lust, dass er mich wieder schnappt. Die heilen sich dort hinten? Der erste ist schon tot. Scheibenkleister. Das ist ziemlich übel. Und ich finde einfach keine Station, wo man sich Würfel runterladen kann. Sind die Würfel dauerhaft weg? Nee, das kann ja eigentlich nicht sein. Dort hinter ist eine. Perfekt. Boah, die sind hier irgendwo ganz am Rand der Map. Das ist natürlich auch nicht so leicht zu finden. So, zwei Würfel habe ich wieder mir geholt. Der ist hier hinter irgendwo. Hast du mich... Auf jeden Fall hast du mich gesehen. Die Hoffnung war da, ne? Die Hoffnung war da. Okay, er schnappt mich jetzt. Kann ich nochmal leben? Nee. Tot. Shit. Ich weiß nicht, ob unsere anderen Teammates das jetzt schaffen. Die schleicht hier hinter irgendwie. Die schleichen eigentlich nur durch, ne? Die haben keine Würfel gesammelt, ne? Hier sind keine Einsen, hier sind überall nur Nullen. Und der Killer, ne, der weiß wahrscheinlich, ne, wo er seine Maschinen hat und wer da irgendwie rangeht. Und reagiert entsprechend auch rechtzeitig immer. Sie hat es nicht voll aufgeladen. Sie hat kurz vorher aufgehört. Und der lässt sie jetzt zum Ausbluten. Um jetzt nochmal mehr Zeit zu haben, um die letzte zu finden. Die ist jetzt ausgebluten. Jetzt sind die Trucks schon erschienen. Jetzt kann sie vielleicht nochmal mit etwas Glück durch die Trucks jetzt entkommen. Könnte aber schwierig werden. Die hat natürlich auch ein ziemlich helles Outfit an. Das kann man sehr gut sehen, denke ich. So, wir haben dort oben einen und dort hinter noch irgendwie. Vielleicht kommt sie hier links lang durch irgendwie. Na, schaffst du es noch? Sie macht eine Barrikade weg. Wahrscheinlich, um dann schneller hier durchzukommen. Aber die Plattform ist leider oben, ne? Oder geht die bis nach unten? Ich glaube, die ist nur oben. Und der Killer hat, glaube ich, einen Perk dabei, dass es nur 80 Sekunden runtergeht. Normalerweise sind es, glaube ich, 180 Sekunden. Mit Perk sind es aber nur 80 Sekunden. Sie ist wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen verzweifelt, weil sie nicht zur Plattform kommt. Ja, die ist eine Etage über dir. Der Killer wird wahrscheinlich hier irgendwo in der Mitte warten. Ja, der hat sie gesehen. Das schafft sie nicht mehr. Sie ist hat nochmal so eine Sprungrolle gemacht. Das ist ihre spezielle Charaktereigenschaft. Von dem, ich glaube, Dancing Girl heißt sie. Sie kann so eine Sprungrolle machen, um den Killer auszuweichen. So, ich habe am wenigsten gemacht. Okay, er wurde am meisten gejagt, hat die meiste Zeit an Maschinen verbracht, die meisten Virus gereinigt. Sie hat auch viel hochgeladen, die meisten Strukturen blockiert. 26 Strukturen blockiert, ne? Also, die hatte auch nicht viel anderes zu tun, als eine Struktur zu machen. Ich meine, gut. Ja, keine Ahnung, warum hier nichts angezeigt wird. Ich habe zumindest zwei Würfel hochgeladen, ne? Okay, aber der Killer war ziemlich stark. Zu stark für uns, sozusagen, ne? Wie sieht's aus im Endgame-Screen? So, Punkte haben wir wenigstens gemacht. 31.000 sogar. Relativ gut.
Aber der Killer natürlich, ne, hat uns ziemlich zerstört. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!